Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie ihr eure wichtigsten Daten unter Windows automatisiert sichern könnt. Da gibt es nämlich ein Tool, das ist schon in Windows eingebaut. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Wir öffnen zuerst mal die Windows-Einstellungen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr die Windows-Taste und I drückt. Dann öffnen sich die Einstellungen und da gibt es hier eine Kategorie, die nennt sich Update und Sicherheit. Da könnt ihr mal drauf drücken und dann gibt es hier auf der linken Seite ein Tab, der nennt sich Sicherung. Da könnt ihr auch mal draufklicken. Und dann kann man hier ein Laufwerk hinzufügen, auf dem die Sicherungen sozusagen erstellt werden sollen. Da können wir hier mal auf das Plus drücken. Und ich habe jetzt bei mir mal einen USB-Stick eingesteckt. Ihr könnt da auch eine interne Festplatte nehmen oder eine externe Festplatte anstecken. Das ist relativ egal. Wichtig ist nur, dass sie dann hier erscheint. Das kann auch eine Weile dauern. Ihr seht ja hier oben, dass der Balken durchläuft. Wenn euer gewünschter Datenträger nicht dabei ist, dann am besten mal auf weitere Optionen klicken. Dann siehe erweiterte Einstellungen. Dann kann man hier nochmal nach Laufwerken suchen. Da ist jetzt auch nur eine gefunden. Das heißt, wenn es die Festplatte oder den USB-Stick oder so immer noch nicht gefunden habt, dann könnt ihr das auch einfach nochmal abstecken. Nochmal einstecken. Laufwerk hinzufügen. Und dann wird hier mein USB-Stick angezeigt. Ich wähle den jetzt mal aus. Dann lädt das wieder eine Weile. Also ihr dürft da nicht hektisch werden oder so. Das dauert eine Weile, bis Windows das hier alles einrichtet. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben. So, und nach einer Weile laden sind dann hier die Sicherungsoptionen. Sollten die bei euch auch nach einer Weile laden nicht auftauchen, dann könnt ihr natürlich nochmal die Einstellungen öffnen. Die sind bei mir jetzt schon offen. Könnt ihr nochmal auf Update und Sicherheit gehen, Sicherung, dann lädt das nochmal kurz und dann könnt ihr hier nochmal auf weitere Optionen drücken und dann können wir mit der Konfiguration starten. Wenn das Ganze dann geladen hat, könnt ihr hier einstellen, wie oft eure Daten gesichert werden sollen. Da gibt es jetzt zum Beispiel stündlich, alle 3 Stunden, alle 6 Stunden, alle 12 Tage, 12 Stunden oder täglich. Ja, also es kommt eben ganz darauf an, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Je nachdem, wie oft ihr hier einstellt, desto öfter wird natürlich euer Laufwerk auch beansprucht. Zu Testzwecken lasse ich das einfach mal auf Standard. Dann können wir hier meine Sicherung beibehalten. Also wie lang sollen die beibehalten werden? Da gibt es hier auch nochmal verschiedene Größen. Im Idealfall sollen die natürlich immer erhalten bleiben, damit die Sicherung nicht aus Versehen mal überschrieben wird oder so. Hier unten könnt ihr dann auswählen, welche Ordner denn überhaupt gesichert werden sollen. Da sind standardmäßig ein paar Ordner drin, das heißt aber nicht, dass ihr die auch unbedingt benutzen müsst. Ihr könnt dann zum Beispiel hier auf die Ordner draufdrücken einmal und dann hier einfach auf Entfernen drücken. Ja, dann werden die Ordner nochmal aktualisiert und dann könnt ihr mit dem Button hier oben auch noch neue Ordner hinzufügen. Ich warte jetzt nochmal eben, bis das geladen hat. So, und jetzt ist der eine Ordner hier verschwunden. Das können wir jetzt mit den anderen Ordnern auch noch machen. Hey, kurze Unterbrechung. Über 97,5% meiner Zuschauer haben meinen Kanal nicht abonniert. Wenn dir meine Videos also gefallen, dann lass doch bitte kostenlos ein Abonnement unter diesem Video da und aktiviere die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Würde mich und meinen Kanal sehr unterstützen. Vielen Dank und ich würde sagen, zurück zum Video. So, ich habe jetzt bei mir mal alle Ordner entfernt, weil ich das alles manuell hinzufügen möchte. Ihr könnt dann nämlich hier oben auf Ordner hinzufügen klicken und dann könnt ihr eure Ordner auswählen, die ihr sozusagen backuppen wollt. Ja? Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet, das ist bei mir jetzt im lokalen Datenträger F, habe ich hier zu sichernde Daten. Den Ordner, den hätte ich eben gern gesichert, also wähle ich den Ordner aus. Dann lädt es wieder kurz und dann ist er hier oder erscheint er hier unter Ordner, die ich eben sichern möchte. Ihr könnt jetzt hier natürlich beliebig viele Plätze in eurem System hinzufügen, die gesichert werden sollen. Darf natürlich die Größe von eurer Festplatte oder einem USB-Stick, wo es drauf gesichert werden soll, nicht überschreiten. Hier unten kann man dann noch auswählen, welche Ordner er ausschließen soll. Gibt es jetzt in meinem Fall keinen, weil ich habe es ja explizit ausgewählt. Und wenn ihr euch vorhin verklickt habt, dann hättet ihr hier noch ein anderes Laufwerk auswählen können, wo es dann drauf gesichert werden soll. Jetzt, da wir alles eingestellt haben, können wir hier oben auf Jetzt sichern klicken. Also drücken wir einmal auf Jetzt sichern und dann wird sozusagen das Backup erstellt.
Das dauert jetzt je nach Datengröße natürlich auch noch mal eine Weile. Ich habe mir jetzt aber extra was ausgesucht, was nicht ganz so groß ist. Das heißt, das sollte auch nicht ganz so lang dauern. Wenn der hier das Backup erstellt, können wir ja mal in den Explorer schauen und dann dort mal meinen USB-Stick auswählen und schauen, was er hier macht. Da sehen wir hier schon mal, dass hier eine File History erstellt wurde. Na, wenn hier noch ein paar Ordner erstellt wurden mit verschiedenen Daten, die wir jetzt hier einsehen können. Nochmal zurückgehen und gehen wir auf den anderen Link. Gehen wir mal auf diesen hier. Da ist dann tatsächlich nichts drin. Na, also, wenn ihr eure Daten haben wollt, dann müsst ihr eben hier mal drauf gehen auf euren Namen, auf euren Rechner, dann auf Data und dann werden hier die ganzen Ordner aufgelistet, die sozusagen im Backup enthalten sind. Könnt ihr hier auch einmal zurückgehen, gehen hier wieder auf Sicherung. Dann könnt ihr hier auch sehen, dass meine Daten jetzt eben automatisch gesichert werden. Und wenn ich jetzt eben in einer Stunde nochmal irgendwas ändern würde, dann würde er das automatisch auch dann hier in den Ordner reinkopieren. Jetzt können wir mal probieren, wenn wir da sozusagen eine Datei löschen und wir wollen die dann sozusagen wiederherstellen, die Datei. Da gehen wir mal hier auf dieser PC, lokale Datenträger F, und wir haben hier die zu sichernden Daten und jetzt entferne ich die mal. So, sind sie weg. Jetzt haben wir jetzt gemerkt, oh, die sind weg, ich hätte die gern zurück, aber ich weiß ja, ich habe ein Backup gemacht. Das ist ganz einfach. Dann geht ihr wieder in die Einstellungen. Habt ihr hier eine Sicherung gemacht? Geht hier auf weitere Optionen. Dann sind wir wieder in der Übersicht wie vorhin. Können hier einmal nach unten scrollen und dann steht hier Dateien von einer aktuellen Sicherung wiederherstellen. Das klicken wir mal an. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dann können wir hier den Ordner auswählen, der gesichert wurde. Ja, wählen wir den an. Hier unten ist dann so ein File und der bedeutet sozusagen, dass die Daten am ursprünglichen Speicherort wiederhergestellt werden. Also drücken wir da einmal drauf und schon sehen wir hier, die Dateien werden jetzt von meinem Backup-USB-Stick zurück auf den Ort kopiert, wo sie vorher auch waren. Und wenn ich jetzt wieder auf den lokalen Datenträger F gehe, seht ihr schon, hier sind die zu sichernden Daten schon wieder da. Sind noch nicht alle da. Müssen wir noch kurz warten, bis das hier abgeschlossen ist. So, jetzt ist es fertig. Öffnet sich auch gleich nochmal und jetzt sind die Daten wieder da, genauso wie sie vorher waren. Ja, das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Über Spenden würde ich mich sehr, sehr freuen oder wenn ihr über einen Amazon-Reflinks einkauft, das unterstützt den Kanal extrem. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Feeling